Moin, moin miteinander und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Ich habe mich entschlossen, in dem heutigen Video auf die Berufe einzugehen, beziehungsweise die Werkstatt freizuschalten, um die Berufe wieder benutzen zu können. Das ist ja jetzt nicht mehr so automatisch gegeben, bittet sondern... Bittet um den Segen eurer Götter. Danke für die Unterbrechung. Nicht vergessen, um den Segen der Götter zu bitten. Ja, es gibt dazu jetzt eine Quest, die man erfüllen muss, damit man die Werkstatt betreten kann. So, und das machen wir heute. Außerdem... Nee, außerdem nichts. So. Ja, ich wollte hier... Gibt's ja diese Plakate überall. So startet man übrigens die neue Kampagne. Man muss Stufe 15 sein, auf diese Plakate klicken, dann bekommt man eine Quest und kann die neue Kampagne starten. Aber wir gehen jetzt erstmal zu Feldwebel Nox. Die Protectors Enclave braucht eure Hilfe. Genau. Und wir sagen jetzt die Werkstatt. Ah, Abenteurer. Gut, dass ihr bei mir vorbeischaut, denn ich weiß von einer Sache, an der ihr vielleicht Interesse haben könntet. Ihr kennt doch sicher die große Werkstatt beim Marktplatz der Sieben Sonnen. Der Besitzer sucht derzeit nach einem neuen Verwalter. Eine Position, die einen geborenen Anführer erfordert. Und ihr wäret perfekt dafür geeignet. Das habe ich dem Besitzer natürlich auch gleich gesagt und ihm bereits angekündigt, dass ich euch zu ihm schicken würde. Hört euch einfach an, was er zu sagen hat. Ihr könnt dann ja immer noch ablehnen. Alles klar, wir nehmen an. Wir werden natürlich nicht ablehnen. Aber ich habe schon von einigen gehört, dass denen die Werkstatt und das neue Berufesystem zu kompliziert ist und dass die das nicht mehr machen werden. Auch weil es zu teuer ist wegen dem Gold und so. Aber, na, mal gucken. Auf jeden Fall, also es stimmt schon, dass die Werkstatt eigentlich ein eigenes separates Spiel darstellt. Hallo. Soll das hier ein kommt Schatz Baumbart. Sein? Das könnt ihr mir nicht antun. Seitdem ihr die Werkstatt übernommen habt, schreibt sie rote Zahlen. Mir bleibt keine andere Wahl. Ohne mich ist dieser Laden nichts. Es ist jetzt schon nichts, und zwar wegen euch. Ihr seid vielleicht ein Meister, aber ihr versteht nichts von Führung. Die Talentlosen kann man nicht zum Erfolg führen. Fahrt zu den Höllen! Oh, fahrt zu den Höllen! So, einmal absteigen. Vielleicht sollte ich nicht als Baumbart hier durch die Gegend laufen, oder? Kann ich ja später immer noch. So, einmal hinein. Im Sonntagsanzug. So. Ja, ich muss mal kräftig aufgeräumt werden. Dafür habe ich aber meinen Besen dabei. So, Clement Montworth. Ah, ihr müsst der Abenteurer sein, den Feldwebel Nox erwähnte. Ja, der bin ich. Ein erster Eindruck kann immer täuschen, doch ja, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ihr für diese Position geeignet seid. Das wäre wirklich eine große Erleichterung für mich. Ich selbst hätte einen Abenteurer zwar niemals in die engere Wahl gezogen, doch der Feldwebel hat einen guten Instinkt bei solchen Dingen. Also, was genau erwartet ihr von mir denn? Dies war früher einmal eine der erfolgreichsten Werkstätten der Schwertküste. In jener Zeit arbeiteten in diesen Räumen einige der berühmtesten Handwerker Tag ein, Tag aus an prestigeträchtigen Aufträgen. Und das Gold, ich sage euch, das Gold floss geradezu durch diese Tür. Doch wie ihr ja selbst sehen könnt, sind diese Tage schon lange vorbei. Die Werkstatt braucht jemanden, der sie wieder zu ihrem alten Ruhm führt. Sie braucht einen wahren Anführer. Aha. Ihr wollt, dass ich die Leitung der Werkstatt übernehme? Ganz recht. Die Handwerker, die hier angestellt sind, würden euch unterstehen. Ihr entscheidet über ihre Ausbildung und ihre täglichen Aufgaben und darüber, wer eingestellt oder entlassen wird. Im Gegenzug könnt ihr ihnen auftragen, bestimmte Waren für euch herzustellen, sofern sie dies denn vermögen und ihr die benötigten Materialien sowie die Provision bereitstellt. In jedem Fall fällt euren persönlichen Aufträgen stets die höchste Priorität zu.
Alles klar, gut, ich nehme euer Angebot an. Feldwebel Nock sagte zwar, man kann auch ablehnen, aber irgendwie kann ich es gerade nicht. Hervorragend. Ich bin mir ganz sicher, dass ihr erfolgreich sein werdet. Und ich habe auch schon eine erste Aufgabe für euch. Ihr kommt nämlich gerade zur rechten Zeit. Ich habe für heute einige Kandidaten für den Posten des Vormanns eingeladen, denn unser letzter Vormann hat schon vor einigen Monaten gekündigt. Warum sprecht ihr nicht einmal mit ihnen? Immerhin werden sie ja für euch arbeiten. Ich versichere euch, dass jeder von ihnen ein kompetenter Vormann wäre. Sucht euch also den Kandidaten aus, der euch am meisten zusagt. Gut, ich werde mit ihnen sprechen. So, dann machen wir mal die Bewerbungsgespräche. Fenella. Ihr seid also der neue Chef dieser Werkstatt, hm? Ich bin Fenella und ihr seid nicht das, was ich erwartet hatte. Und das meine ich als Kompliment. Wie wäre es, wenn ihr den Rest dieser Milchgesichter einfach nach Hause schickt, sodass wir mit der Arbeit anfangen können? Ich werde darüber nachdenken. So, Forem. Mein Freund, ich freue mich, euch kennenzulernen. Ihr könnt mich Forem nennen. Alle Kandidaten, die hier versammelt sind, scheinen kompetent zu sein. Euch steht eine schwere Wahl bevor. Vertraut auf euren Instinkt. Das ist mein Rat für euch. Es wird mir eine große Freude sein, für euch zu arbeiten, solltet ihr euch für mich entscheiden. Aha. Aber da alle anderen ja auch kompetent sind, soll ich mich vielleicht für einen anderen entscheiden? Keine Ahnung. Ich werde darüber nachdenken. Ach, es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen. Ich bin Sirin. Ich habe in einer Werkstatt gearbeitet. Also vorher. Nicht in dieser hier, aber es soll euer Schaden nicht sein, wenn ihr mich auswählt. Okay, ich werde darüber nachdenken. Bisschen schüchtern, die Sirin. Was nicht sagen muss, dass sie schlecht ist, ne? Ich bin sehr erfreut, eure Bekanntschaft zu machen. Ich bin Callum und habe schon viel von euch gehört. Es wäre die Ehre meines Lebens, euch dienen zu dürfen. Oho, die Ehre seines Lebens. Gut. Ich denke drüber nach. Mikla? Ich habe nur eins zu sagen. Wenn ihr die Werkstatt wirklich wieder auf Vordermann bringen wollt, dann werdet ihr mich anstellen. Also, ich werde drüber nachdenken. Oh, Clement hat gar nicht erwähnt, dass ich für einen derart gut aussehenden Herrn arbeiten würde. Ich bin Melis. Es freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Ihr und ich sind dafür bestimmt, ein großartiges Gespann abzugeben. Und niemand kann sich seiner Bestimmung entziehen. Die scheint irgendwie fast schon verliebt zu sein. Sowas gehört nicht an den Arbeitsplatz. Die wird dann gar nicht arbeiten, sondern immer nur mir hinterherlaufen. Ich werde darüber nachdenken. Ja, gute Frage. Wen soll ich nehmen? Haben die noch was zu sagen? Ich werde drüber nachdenken. Also Fenella gefiel mir. Forum habe ich auf dem Preview-Server gehabt, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendeine Rolle spielt, welchen man von denen nimmt. Ich glaube, man sollte sich so entscheiden, dass man sagt, mit wem möchte man, also welche Stimme möchte man ab jetzt immer hören. Callum fand ich okay. Forum fand ich okay. Aber ich glaube, ich nehme Fenella. Also, was denkt ihr? Habt ihr euch entschieden? Ich nehme Fenella. Ah, ich denke, da habt ihr eine gute Wahl getroffen. Kann ich nun die anderen nach Hause schicken, sodass wir hier fortfahren können? Lass mich nochmal drüber nachdenken. Nein, meine Entscheidung ist endgültig. So. Ziel erfüllt. Ja, aber wir sind noch nicht am Ende angekommen. Eine gute Wahl. Das wäre dann wohl geregelt und damit will ich mich auch verabschieden. Euer Vormann wird euch nun dabei helfen, die Werkstatt in Betrieb zu nehmen.
Ich werde hin und wieder vorbeischauen, um mich über eure Fortschritte auf dem Laufenden zu halten. Ich setze große Hoffnungen in euch, Abenteurer. Große Hoffnungen. Ja, ja. Ich soll Geld machen, ne? Hier, Quest abschließen. So, tada! So, okay, Fenella. Womit fangen wir an? Wählt einen Startberuf. Aha. Ihr solltet euch nun für einen Beruf entscheiden, auf den ihr euch am Anfang konzentrieren wollt. Also, ein Beruf für den Anfang. Alles klar. Annehmen. So. Danke, dass ihr euer Vertrauen in mich gesetzt habt. Ich freue mich darauf, für euch zu arbeiten. Lord Montworth hat uns genügend Geld zur Verfügung gestellt, um die Werkzeuge und die Materialien zu kaufen, die wir für den Anfang benötigen. Es reicht allerdings nur für einen Beruf. So, habt ihr eine Vorstellung davon, welcher Beruf das sein könnte? Ich kann euch mehr über die einzelnen Berufe verraten, bevor ihr eure Entscheidung trefft. Ja, ich würde sagen, vielleicht Waffenschmieden. Oder Rüstungsschmiede. Oder Juwelenschleifen. Nee, ich glaube, ich nehme Juwelenschleifen. Ja. Ich nehme Juwelenschleifen. Juwelenschleifer verstehen sich darauf, Edelsteine, wertvolle Metalle und andere empfindliche Materialien wie Knochen und Hörner zu bearbeiten. Manche Juwelenschleifer konzentrieren sich voll und ganz auf das Schleifen von rohen Edelsteinen, während andere auch Geschmeide wie Ringe und Halsketten anfertigen. Waffen und Rüstungen werden oftmals mit Zierrat aus wertvollen Metallen geschmückt, was vielen Juwelenschleifern einen unablässigen Strom aus Anaufträgen einbringt. Jeder kann die Erzeugnisse der Juwelenschleifer verwenden. So, ich habe mich entschieden. So, zack. Das Juwelenschleifen also. Seid ihr euch auch da ganz sicher? Später könnt ihr auch andere Berufen. Später könnt ihr auch anderen Berufen nachgehen, doch am Anfang werdet ihr nur für das Juwelenschleifen Materialien besitzen. Ja, ich bin mir sicher. So, zack. So, So, ich habe die Materialien beschafft, die wir für den Anfang benötigen. Da eure Taschen wahrscheinlich bereits von Abenteurerausrüstung überquellen, habe ich außerdem auch einen Werkzeugkasten und eine Tasche besorgt, in der ihr Materialien aufbewahren könnt. Eine Werkstatt zu leiten bedeutet auch immer, eine Vielzahl von Materialien und Werkzeugen zu verwalten. Zusätzlicher Lagerraum ist da immer willkommen. Okay, ja, Quest abschließen. So, jetzt soll ich hier draufdrücken, mache ich mal. So, Berufskiste. Öffnet die Berufskiste und wählt Öffnen. Ja, mache ich mal. So, Tierknochen, Tiersehne, Kupfererz und so weiter und so fort. Und Werkzeuge und Alchemiestufe und... Erfahrung im Sommerhandwerk, Erfahrung in der Alchemie. Ach, sind das die ganzen Erfahrungen aus früheren Zeiten? Es hieß ja, dass man... Wenn man quasi alle Berufe bereits auf der vollsten Stufe hat, oder dass man die Berufe, die man auf der letzten, auf der maximalen Stufe hat, auch weiter auf der maximalen Stufe behalten wird. Und wahrscheinlich muss ich dann diese Erfahrung dafür benutzen. Na gut, okay. So, und nun? Werkzeugkasten. Na gut, das ist mein Material. Das ist der Werkzeugkasten mit den neuen Werkzeugen, all meinen alten Werkzeugen. Die Führung einer Werkstatt erlernen. Wo ihr nun euren ersten Beruf ausgewählt habt, seid ihr bereit, einige Handwerker anzuheuern und mit der Arbeit zu beginnen. Lehrbuch des Tüftlers, Handbuch. So. Auf dem Schreibtisch in eurer Dienststube. Könnt ihr neue Bewerbungen von Handwerkern einsehen? Ich habe mir die Freiheit genommen, einige davon für euch zur schnelleren Durchsicht vorzubereiten. Normalerweise liegt die Entscheidung bei euch, ob eine Bewerbung angenommen oder abgelehnt wird. Aber wenn man sich den Zustand der Werkstatt vor Augen führt, würde ich euch anraten,
diese ersten Bewerber allesamt anzunehmen. Ihr könnt sie später immer noch entlassen. Dann kümmern wir uns mal um die weiteren Bewerbungen. So. Also 4 neue Bewerbungen. Alles klar. Und bei der Werkstatt gehen regelmäßig Bewerbungen von Handwerkern ein, die ihr euch in diesem Fenster ansehen könnt. So, okay. Jeder Handwerker ist einzigartig. Wenn ihr mehr über Berufe gelernt habt, dann solltet ihr Handwerker basierend auf ihren Fähigkeiten auswählen. So, 5%ige Chance, die Materialien im Fall eines Fehlschlags zu behalten. Der Platz für Handwerker ist begrenzt. Später könnt ihr Bewerbungen von Handwerkern, die ihr nicht möchtet, auch ablehnen. Nehmt diese ersten Bewerbungen an, um die Werkstatt in Gang zu bekommen. Es verbleiben noch 4 weitere. So, was haben wir hier? Virtuose, 10%ige Chance, von einem eingesetzten Werkmittel zu profitieren, ohne es zu verbrauchen. So. Stufe 70 Abenteurer. Oh. Ah. Okay, alles klar. Maximal kann ich 8 haben. Ihr habt derzeit 2 Handwerker. 10%ige Chance, von einem eingesetzten Werkmittel zu profitieren. Aha. Und noch ein Virtuose. Ah, 15%ige Chance, von einem eingesetzten Werkmittel zu profitieren, ohne es zu verbrauchen. Na gut, annehmen. Bewerbungen annehmen, abgeschlossen. So, und da laufen sie schon. Naidin. Nasri. Also, wir haben jetzt die Materialien, die Werkzeuge und auch die Handwerker. Sieht ganz so aus, als könnten wir nun unsere ersten Gegenstände herstellen. Um einen Handwerker mit der Herstellung eines Gegenstandes zu beauftragen, müsst ihr einfach nur den Arbeitstisch neben mir verwenden. Verstanden. So, dies ist der Arbeitstisch, von dem aus ihr eure Handwerker mit der Herstellung von Gegenständen beauftragen könnt. Dies ist die Rezeptliste, aus der ihr ein Rezept auswählen könnt, um euch die erforderlichen Materialien anzusehen oder mit der Herstellung zu beginnen. Die Details des Rezepts werden in diesem Bereich des Fensters angezeigt. Ihr müsst euren Handwerkern eine Provision zahlen, damit diese einen Gegenstand für euch herstellen. Die Befähigung eines Handwerkers gibt über seine Fähigkeiten Auskunft, einen Gegenstand erfolgreich herzustellen. Durch das Aufwerten eines Handwerkers oder den Einsatz bestimmter Werkzeuge kann die Befähigung erhöht werden. Der Fokus erhöht die Chance eures Handwerkers, einen Gegenstand von hoher Qualität herzustellen. Hochwertige Gegenstände sind kostbarer und haben ein +1 als Namensbestandteil. Links könnt ihr sehen, wie viel von jedem Material benötigt wird. Rechts könnt ihr sehen, wie viel von jedem Material ihr zur Verfügung habt. Und hochwertige Materialien für diese Fertigkeit auswählen, sofern ihr diese besitzt. Aha. Um Gegenstände herzustellen, müsst ihr der Aufgabe Handwerker zuweisen. Wählt Handwerker um einen. So, wen nehmen wir denn da mal? So, ein Werkzeug geben. Die Bestellung eines Gegenstandes kostet normalerweise Zeit. Wenn die Werkstatt moderat hoch ist, kann ein Gegenstand allerdings auch sofort hergestellt werden. Die Moral wird zu Beginn jedes Tages nachgefüllt. Klickt auf Herstellen, um Moral auszugeben, sodass euer Handwerker den Gegenstand sofort herstellt. Kupferbarren +1. Ergebnis annehmen. Ich glaube, das war es erstmal, ne? Achso, Fokus 100. Yay. Das heißt, ich werde jeden Kupferbarren auf jeden Fall mit +1 herstellen. So. Fenella. Ich habe einen Kupferbarren hergestellt. Solange die Werkstatt über ausreichend Moral verfügt, könnt ihr euren Handwerkern anweisen, Gegenstände sofort herzustellen. Verschiedene Gegenstände können dabei verschiedene Mengen an Moral erfordern. Wenn die Werkstatt nicht über genügend Moral verfügt, dann müsst ihr die Herstellung eines Gegenstandes in Auftrag geben, was etwas Zeit kostet.
Also, wie kann ich die Moral meiner Werkstatt anheben? Wie es in solchen Dingen so üblich ist, wird die Moral zu Beginn eines neuen Tages wieder ihren Höchststand erreichen. Außerdem könnt ihr euren Handwerkern auch einen Bonus in Form von Astraldiamanten auszahlen, um die Moral auf der Stelle zu steigern. Ich warte darauf, dass die Moral sich an jedem neuen Tag regeneriert oder ich steigere sie mit Astraldiamanten. Verstanden. Sobald wir unsere anfänglichen Materialien aufgebraucht haben, müssen wir neue sammeln. Wir sollten nicht warten, bis wir keine Materialien mehr haben, sondern sollten uns frühzeitig um das Sammeln der Vorräte kümmern. Verwendet die Plantafel, um die Abenteurer, die wir soeben eingestellt haben, zur Sammlung von Rohmaterialien auszusenden. Da ist die Plantafel. So. Also, dies ist die Plantafel. Sammelaufgaben sind Handwerksrezepten sehr ähnlich, aber sie erfordern normalerweise keine Materialien. So, ein Abenteurer einsetzen. Welchen ich einsetze, ist eigentlich egal. Naja, der verbraucht weniger Provision als der. Ihr müsst dem Abenteurer ein Werkzeug geben. So, bitte ein Eimer. Bestellen, 10 Minuten. Zack. 1. Geschätzte Provision. Okay. Bestellen. Nee, so viele wie möglich. So, komm. So, einen Gegenstand an der Plantafel bestellen. Abgeschlossen. Und das kann man nicht mehr sofort machen, wie ihr gesehen habt. Also das kostet jetzt Zeit. Da müssen wir warten. Fenella. Das Sammeln von Rohmaterialien braucht seine Zeit und je seltener das Material ist, desto mehr Zeit wird benötigt. Sobald ein Abenteurer einmal ausgesendet wurde, können wir nur darauf warten, dass er mit seiner Ladung zurückkehrt. Es ist allerdings auch möglich, Materialien direkt von einem Händler zu kaufen, sie bei Auktionen zu ersteigern oder sie bei Tauschgeschäften mit anderen Abenteurern zu erhalten. Manchmal werdet ihr verarbeitete Materialien benötigen, die eure Handwerker nicht herstellen können. Wie zum Beispiel bestimmte Barren oder Ballen. Anders als Rohmaterialien können diese Gegenstände nicht gesammelt werden. Wenn ihr eure eigenen Handwerker nicht in diesen entsprechenden Beruf ausbilden wollt, dann müsst ihr diese Materialien von anderen kaufen. Gebräuchlichere verarbeitete Materialien könnt ihr bei Berufshändlern finden. Na gut. Also einige weiterverarbeitete Materialien muss ich selber herstellen oder kaufen. Oder wahrscheinlich im Auktionshaus holen. Na gut. Wenn ihr die Materialien, die ihr benötigt, nicht bei Händlern findet, dann könnt ihr sie im Auktionshaus ersteigern oder aber direkt von anderen Abenteurern erwerben. Vergesst nicht, dass andere Abenteurer vielleicht Materialien brauchen, die eure Handwerker herstellen können. Macht ein Tauschgeschäft oder versucht eure Materialien, verkauft eure Materialien, um mit dem Erlös das zu kaufen, was euch fehlt. So. Ach so, auf den Abschluss des Sammelauftrags warten. Okay, was haben wir hier? Abgenutzten Werkzeugkasten. Ach so, hier sind abgenutzte Werkzeuge. Trefft eure Wahl. Na, ich treffe erstmal keine Wahl. In der Kiste müssten... Ja. Da sind die letzten Kisten, die ich in Auftrag gestellt habe. Gestern. Meine letzten Aufträge. So, ab jetzt gibt es nur noch neue Aufträge. 7 Minuten müssen wir warten. Was machen wir in den 7 Minuten? Ich glaube, die 7 Minuten werde ich einfach rausschneiden und werde danach weitermachen. So, wir haben genügend gewartet. Der Gegenstand müsste jetzt in der Kiste fertig sein. Und tatsächlich, da ist er bereits fertig und da wird bereits der neue Gegenstand gesammelt. Okay, wir nehmen mal Vaters Tutorial fort, um die... So, alle annehmen. Tada! So, mit
mit eurem Vormann sprechen. Das machen wir. Damit dürften euch nun die Grundzüge klar sein. Es sollte jetzt nur noch eine Frage der Zeit sein, bis die Werkstatt wieder in altem Glanz erstrahlt. Okay. Tada. Was gibt's jetzt? Das war's. Also Werkstatt haben wir jetzt freigeschaltet. Eigentlich können wir jetzt loslegen mit allen möglichen Sachen. Zum Beispiel mit Bewerbungen, aber es gibt noch keine neuen. Hier haben wir unsere Handwerker. Und hier haben wir einen weiteren Auftrag, bestimmt. Nehmt die Renovierung der Werkstatt in Angriff. Euer Vormann scheint dazu bereit zu sein, die Renovierung der Werkstatt in Angriff zu nehmen. Aufwertungsgeräte der Werkstatt. Ihr kommt gerade zur rechten Zeit. Ich bin mit den Vorbereitungen für die Herrichtung der Werkstatt schon fast fertig. Das Einzige, was noch fehlt, sind einige Gegenstände vom Materialhändler auf dem Markt der Sieben Sonnen. Würdet ihr mich begleiten? Ihr sollt euch mit dem Materialhändler bekannt machen. Ihr solltet euch mit dem Materialhändler bekannt machen, falls ihr das noch nicht getan habt. Oh, alles klar. Dann treffen wir uns da mal. Aber eigentlich könnten wir jetzt loslegen. Mit der Herstellung von großes Juwel der Aktionspunkte. Kostet auch nur 125.000 Provisionen an Astraldiamanten. Könnte ich das herstellen? Naja gut, mir fehlt hier das Aureus-Verzeichnis, außerdem Hornkleber, aber zwei schwarze Opale habe ich bereits. Und ich hätte momentan mit meinem Handwerker und diesem Werkzeug eine Wahrscheinlichkeit von 53%, dass ich tatsächlich dieses große Juwel erstelle. Und eine Chance von 57%, dass dann die ganzen Sachen hier weg sind, wenn es nicht klappt. Na gut, im Grunde genommen müsste ich jetzt erstmal herausfinden, woher kriege ich das Aureus-Verzeichnis, woher kriege ich den Hornkleber, sobald ich die habe und so weiter und so fort. Einfacher Kamin aus Stein. Aha. Kann ich hier irgendwas ganz easy herstellen? 60% für den Smaragd. Ja, ich werde mir wohl bessere Werkzeuge besorgen müssen und die Handwerker müssen natürlich auch... na gut, der ist jetzt Stufe 70. Ich brauche bessere Handwerker. So. Außerdem habe ich hier... Okay. Damit steigt er einfach nur auf. Bekommt Berufserfahrung. Naja, okay. Eigentlich konnte man bei ihr doch auch Gegenstände tauschen, ne? Benötigt ihr etwas von mir? Ja, klar. Ich möchte alte Berufsgegenstände umtauschen. Hier alte Materialien eintauschen. Und jetzt habe ich alle meine tausenden Materialien. Und ihr seht, es gibt teure. Aber ich hatte das schon mal gesagt im Preview-Video. Es gibt teure Materialien. Und es gibt günstige Materialien. Sowas wie hier. Blaues Vitrol. Weg. Ich könnte jetzt auch alles verkaufen. Ich glaube nicht, dass es irgendwie Sinn macht, irgendwas von dem Zeug zu behalten. Ich kann alles entweder so verkaufen oder sagen, alles verkaufen. Macht das irgendwie Sinn? Das sind alles braune Gegenstände, also keins von den bunten. Doch, Förderrecht. Förderrecht ist bunt. Ich weiß nicht, warum das hier in der Liste drin ist. Die Gebietskarte und lokale Karte. Warum ist das Förderrecht hier drin? Weil eigentlich die ganzen veralteten Sachen, also sind ja braun. Ich glaube, ich werde das alles tatsächlich mal einzeln anklicken, mich einzeln durchklicken. Juhu, ich bin reich, ich bin reich. Naja, mal gucken, wie lange das so bleibt. Zerrissener Banditenlager-Hinweis. Motten zerfressene feine Seide. Okay, das kann ich ein andermal weitermachen. Aber auf jeden Fall kann ich mir von diesen Marken später Material besorgen. Also richtig durchstarten.
mit meiner Werkstatt. Und wie ich durchstarten werde. Ho, ho, ho. Ich glaube aber, das mache ich dann nicht mehr in diesem Video. Ist auch nicht mehr nötig. Also, so funktionieren halt die neuen Berufe. Und wie ihr gesehen habt, also das alles ist recht komplex, bis man da dann durchgestiegen ist, was wie am effektivsten ist und am besten und so weiter und so fort. Es wird eine ganze Weile dauern. Materialien? Und während der Zeit wird natürlich das Auktionshaus auch ein bisschen verrückt spielen. Ah, ihr seid das also. Euer Vormann hat mir bereits eine Liste mit den Dingen gegeben, die ihr benötigt. Ich konnte es kaum glauben, als ich hörte, dass Carmella die Werkstatt nicht mehr leitet. Ach, verzeiht. Sie war das Mädchen, das die Werkstatt vor euch geführt hat. Sehr eifrig war sie. Vielleicht sogar etwas zu eifrig. Richtig, die Vorräte. Ich habe, was ihr braucht. Und da wir ja jetzt sicher noch öfter Geschäfte machen werden, will ich euch auch ein gutes Angebot machen. Mir mangelt es aktuell an hochwertigen Materialien, aber das dürfte ja eine Kleinigkeit für eure Handwerker sein. Bringt mir ein paar dieser Materialien und wir sind quitt. Alles klar, ich besorge diese hochwertigen Materialien. So, und Fenella sagt mir jetzt bestimmt auch, was das sein soll. Genau, das kenne ich schon vom Preview. Also ich muss eins dieser Gegenstände herstellen. Also entweder 10 mal Natron plus 1 oder 3 mal Eisenbarren plus 1. Irgendwas davon muss ich herstellen und dann quasi zurückbringen. Ich werde mit diesen Waren zurückkehren. Hat sie noch irgendwas? Nö. Husch. Hä? Da war Tito. Ja, ein Gruß an Tito. Du hast da aber eine sehr schöne, fliegende, leuchtende Scheibe. So, weiter in die Werkstatt. Ich habe nämlich keine Zeit. Okay. Zurück in der Werkstatt. Hier ist Fenella nochmal. Ich glaube, sie hat nichts weiter zu sagen. Genau, sie sagt mir nur genau, was das sein soll. Ein Eisenbarren. Na gut. Jetzt bedeutet es Eisenbarren. Wo ist der Eisenbarren? Wir suchen einfach mal. So, Eisenbarren. Da ist der Eisenbarren und den brauche ich aber als Plus-1-Version. Dreimal Eisenerz. So, Eisenerz muss ich bestimmt suchen. Da haben wir Eisenerz. So. Und dich schicke ich los mit einer abgenutzten Spitzhacke. So, Befähigung 100% und 96% plus 1 Eisenerz zu holen. Dann. Ja. So viel wie möglich. Ja, bestellen. Los geht's. Und dann wird immer schon wieder Provision kassiert, ne? Schön immer. 2 Silber und 7 Kupfer. Und das werden die jetzt so lange machen, bis mir entweder mein Gold ausgeht oder bis der Kasten hier voll ist. Ich glaube, Wasser brauche ich jetzt nicht mehr. Vielleicht sollte ich den Auftrag abbrechen. Brunnenwasser. Achso, hier. Zack. Fertig. Auf das Eisenerz muss ich jetzt natürlich warten, deshalb beende ich diese Folge jetzt auch hier. Ich wollte ja eigentlich nur zeigen, wie das Ganze so rudimentär funktioniert. Später muss man natürlich diese Werkstatt hier über verschiedene Quests erweitern und ausbauen, damit hier mehr Handwerker eingestellt werden können. Naja, also man hat hier genügend zu tun. Ich hoffe, es hat euch gefallen bis hierher. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken und bis bald.